So, Sly und Urgor wieder hier. Ein weiteres Horrorspiel, nämlich Witch. Genaueres weiß ich darüber jetzt nicht. Ich genauso wenig, ausnahmsweise. Also, ich Ich habe ein. glaube, wir müssen hier raus. Das ist schon mal Oh das ja, Ziel des hier Spiels. wenigstens interaktives Tutorial, Pfeile an der Wand. Ich will ja nicht wissen, geschrieben, womit geschrieben. Weil das ganze Spiel anscheinend in schwarz-weiß gehalten ist. Mein Gott, ein Herz. Ich höre das Herz schlagen. Wir müssen reden. Es darf nicht so diese Stille aufkommen. Ich glaube, gehört Hab zu ein haben, Badezimmer gefunden. dass man das Herz nicht. Ich gehe jetzt aufs Klo. Da. Ich bin auch da. Na, ach, springen geht gar nicht. Auch das ist ein Schlüssel. Aber das ist, genau. Essens. Okay. Ah. Na super. Ich möchte mich wiederholen hier an dieser Stelle, was ich auch sonst immer sage. Ich habe gerade Panik ohne Ende. Vor allem die Sicht ist hier so bescheiden, ne? Ich glaube, das soll so sein. Also Schubladen, da nicht, da auch nicht, da auch nicht, oder? Doch, nee, nee. Oben sind alle Türen zu. Kann man da irgendwie sonst was machen? Keine Ahnung. Ich durchsuche die Küche nach allem Möglichen. Oh Gott, ich Da will ist das nichts. nicht. Du Ich hast will das das zu wollen. nicht. Ich will das aber nie Da ist wollen. auch nichts. Ah! Eine Im, Schüssel. im, in einem der Küchenschränke ist ein Schlüssel. Beziehungsweise ja, und ich habe gerade. Ich gehe mal davon aus, man kann. Stimmt. Warte mal, da haben wir es Ist ja. sonst nirgendwo Richtig, ein ein Raum? Klo ist eins. Oh. Also es scheint draußen Tag zu sein. Ich habe gerade mal die Eingangstür geöffnet. Draußen ist hell und es zwitschern Vögel. So, man muss wahrscheinlich irgendwie eine Rohrzange oder was kriegen, denn da ist ja eine auf dem. Da ist ja ein Schlüssel auf. In der. In der. In, auf dem. Gerade auf dem Waschbecken. Schlüssel Und das gleich heißt Person, hier. gleich Tür. Ungleich Schlüssel Schlüssel plus plus zwei Zweipersonen. Personen. Ha? Ach, mich Nein, nicht. was ich meine genau, man muss irgendwie eine Rohrzange oder sowas kriegen, damit man aus dem Abfluss den einen Schlüssel wieder rauskriegt. Gehe ich von aus. Irgendwie habe ich Schiss hier, die ganzen Scheiß. Ich habe Schiss vor dem mit dem Gesicht drauf, vor der Tür. Ja, genau das. Aber gut, ich habe keine andere Wahl. Oh. Verschlossen. Ja. Keine Ahnung. Also in der Hier ersten Tür ist nichts. habe ich nicht einen Schlüssel, kein Schlüssel, kein gar nichts. Das kann Gute doch nicht sein. Nachricht. Unten war ja auch nichts. Person plus Schlüssel gleich die offene Tür. Ach, ach, ja, Schlüssel. Ah, wo? Wo? In der Nummer 1, beim zwischen Fenster und Tür darüber ist Schlüssel 2. Ah, da oben. Ah, Moment mal. Aber weißt du, Ey, worauf ich ich habe mich gerade mal eben hoffe? gerollt. Weißt du, worauf ich Rauf. gerade hoffe? Dass du. Oh, da ist jemand kopflos. Da fehlt ein Herz. Aber liebe Frau, verlieren Sie doch nicht gleich den Kopf. Zitierst du gerade meine Let's Plays? Nein, warte, so habe ich es nicht gesagt. So, kein Kopf, Ja, kein schön. Herz. Aber ich will da nicht, ich will da nicht. Und jetzt? Böse. Ey, jetzt geh mal weg hier. Ey, Was hast du wow, gemacht? das ist scary. Jedes Mal, wenn du dich davon wegbewegst und sie mal nicht anguckst und dich dann wieder umdrehst, steht sie hinter dir. Was? Und da ist Rohrzange. Wo ist die Rohrzange? Wo ist die Rohrzange? In dem Zimmer. Wow, was zur? In dem Zimmer mit dem? Und was zur? Boah, mit der Ollen, neben den Schränken in der Ecke. Fuck, hab ich mich jetzt. Die Olle ist echt
Ach, steht sie in einem anderen Raum. Sie schwenkt mit dem Schlüssel. Und sie will ihr Herz haben, oder was? Ich hab keine Ahnung. Okay. Du sagtest, sie dreht sich immer, sie ist immer, oh, Hilfe. Immer wenn man sich umdreht, ist sie hinter einem. Ja, Hallöchen. Ah, jetzt weiß ich auch, wie das passiert ist. So, jetzt langsam. Ja, du. So. Ah, Sekunde mal, ich komme gleich wieder. Ganz nah steht sie bei mir, ja. Du kommst gleich wieder. Lass mich nicht allein. Ich bin sofort wieder da. Was heißt das? Und, da ist ein Schlüssel. Ich nehme ihn auf. Was passiert? So, Hallöchen, Frau. Wow. Hilfe. Ich habe sie berührt. Weil ich nicht anders konnte. Marvin? Ich hab's getan. Nein. Urgor, Genosse, wo bist du? Das Bild verschwimmt. Genosse? Also, oh, jetzt steht sie wieder dort, nachdem ich sie berührt habe. Hi. Wie geht's dir? Schöner Tag heute, nicht? Sie folgt mir aber immer noch. Auch wenn sie scheinbar nicht will, dass ich sie berühre. Hi. Oh, das sind die Credits. Sekunde, da sind die Credits? Das ist nicht gut, wenn da die Credits sind. Ein Schlüssel. Die Personentür. Okay. Personentür? Also folgendes. Während du nicht da warst, ich habe das mit der Rohrzange, da habe ich mich ziemlich erschreckt, nachdem ich sie berührt habe. Bla bla, dritte Tür. Ja. Und hinter der Tür habe ich jetzt den Schlüssel, der zur Person führt, während mich hier Madame Herzlos immer noch verfolgt. Madame Herz und Kopflos. Madame Herz und Kopflos erschreckt einen ganz schön, finde ich. Ja, sowieso. Also mein Freund, sag mir, wenn du diesen Schlüssel auch hast und ich endlich durch diese Tür gehen kann. Also Schlüssel 3? Nein, Schlüssel Kopf. Schlüssel Kopf? Schlüssel Kopf. Sind Tür 3. Es sind Tür 3 und in Tür 3 sind auch die Credits. Wenn man schon die Credits sieht, ist das nicht gut. Ach, mal jetzt bin ich... Im Schrank, ja, richtig, so. Ja, das wird nämlich langweilig von dem Zuschauer. Ach, da sind die Credits. Na, gefunden? Gefunden, schön. Schlüssel... Du versaust dir das gesamte Konzept, mein Freund. Schlüsselkopf. Halt. Kein... Okay. Aber unten ist da auch noch so eine Tür mit dem Herzen. Ich glaube, da möchte man nicht reingehen. Weiß ich nicht. Oder kann man hier, warte mal. Wo ist denn die Olle? Hier. Was möchtest du? Mit dir? Keine Ahnung. Also egal. Die hat doch auch noch einen Schlüssel. Deswegen dachte ich vielleicht. Den Schlüsselkopf, sie will ihr Herz, glaube ich. Schlüsselkopf. Ich gehe rein. Also ich stehe jetzt vor der Tür mit Kopf. Okay, dann gehen wir rein. 1, 2, 3. Das ist ein Badezimmer. Hi, Kleine. So. Steht dort immer noch. Mir fehlt ganz das Herz. Achso. Da ist ihr Kopf. Was? Ich hab ihren Kopf gefunden. Ja, wo? Dort unten drinne. Im Klo. Ach da, das Adling. Allerdings, ich frag mich... Es hieß, es gibt zwei Enden. Glaube ich. Einig, also habe ich gelesen. Gut, dann möchte ich mal, dass du Folgendes tust. Nimm du mal den Kopf oder mach irgendwas mit dem Kopf. Ich weiß nicht was. Kannst du ihn nicht benutzen oder so? Nö. Was tun wir dann? Keine Ahnung. Also ich gehe da hin. Ach, jetzt kann ich nie mehr rein, oder was? Bin ich rausgegangen, nachdem ich den Klo geöffnet habe und kann nicht wieder reingehen. Okay. Vielleicht soll das so. Kann noch nicht mal in die Decke kann ich auch nicht mehr rein. Ach, jetzt geht sie da hin und sich den Kopf. Okay. Auf die Seite gehen. Und nun? Keine Ahnung.
Alter, ich habe so eine Panik gerade. Mir läuft. Ich auch. Wow. Boah, scheiße, habe ich mich erschrocken. Ja. Und jetzt? Ah, da ist er. Versucht rauszukommen. Muss man eventuell jetzt zum Herzen? Jetzt guckt sie sich das an, hier mit dem Person plus Schlüssel gleich Ich bin nicht mehr bei ihr. Tür. Ist das wichtig? Sie war jetzt in Raum 2 auf einmal. Und sie hat ein Messer in der Hand. Und sie geht auf mich los. Was zur... Was? Liebe Frau, das gehört in die Küche. Hallo? Ey, ich weiche die gerade aus. Was, sie versucht rauszukommen an der Stelle, okay? Hallo, Frau? Jetzt auf sie zu, ja. Genau. Ah, verstehe. Sie glaubt so nach dem Motto, wenn da zwei Personen sind, dann muss sie mich töten. Und ich Ach komme jetzt ja so. auch nicht mehr raus. Also ich lasse mich jetzt einfach mal von ihr umbringen. Oder? Ja, komm, ich bleib jetzt mal stehen, lieber. Au. Hallo? Los, töte mich. Triff doch endlich. Ah, ich glaube, sie will unser Herz. Au, au. Au, au. Nein. Jetzt schnallt sie uns das Herz Oder auch raus. Oh nicht. ja. Oh. Ja, Mensch, tot ist gut. Jetzt ist aber mal gut. Ja, tot ist gut. Das habe ich auch das Problem gerade. Jetzt nimmt sie sich mein Herz. Ja, und die Tür ist offen, schön. Ende. Das war's. Das war's. Rich. Nun, ich denke mal, das andere Ende ist, wenn man ihr zuerst ihr Herz gibt. Ja, aber wie?